Herzlich willkommen zurück. Ja, jawohl, wir stehen hier immer noch bei Bibberberg Bob, aber da wollen wir ja nicht mehr hin. Ich will nur gerade mal gucken, was steht denn da noch? Ja, Rückwärtssalto. Stehen, Z-Knopf und dann den A-Knopf. Aha. Ja, wie geil ist das denn? Das war aber kein Rückwärtssalto. Achso, der Z-Knopf. Welches ist denn der Z-Knopf? Ja, aber eigentlich schon der. Ach, das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Weil... So. So, also wir haben jetzt mittlerweile 23 Sterne. Damit können wir schon einiges anfangen. Irgendwie ist die Kamera gerade viel zu nah. So, so ist besser. Wir können jetzt nach oben. Oder wir können nach unten. Also im Keller ist ja auch noch was. Was ist denn hier? Ach du liebe Zeit, da ist noch ein leichtes Level oder was? Das habe ich voll übersehen. Nee, kann ja gar nicht sein. Wir haben die doch durch... Die waren doch durchnummeriert. Was ist denn das jetzt? Ah, hier ist ein versteckter Stern. Das weiß ich. Da muss ich nämlich... hier irgendwo reinspringen. Ich weiß nur nicht, in welches. Da muss ich rein. Ja. Das ist ein Bonus-Level. Eine Rutschbahn. Ja, gut. Da hauen wir doch gleich mal rein. Schauen wir erstmal kurz, was da steht. Willkommen auf der Rutschbahn der Prinzessin. Hier befindet sich ein... Hier befindet sich ein Stern, den Bowser nicht entdeckt hat. Drücke den Analogstick nach vorne, um zu beschleunigen. Wenn du sehr schnell bist, erhältst du den Stern. Na toll, schnell auch noch. Das klappt doch niemals. Ja geil, da läuft die Zeit, okay. Also die Münzen, da lege ich jetzt gerade mal nicht so extrem den Wert drauf. Es würde mir zwar gut tun, Leben und Münzen einzusammeln, weil Leben habe ich ja immer nicht so besonders viele. Ich kann hier ja gar nicht sterben, da ist ja eine Bande drumherum, ist ja geil. Da ist noch ein Leben. Wo ist das jetzt hin? Habe ich das jetzt? Das habe ich doch jetzt nicht eingesammelt. Das ist jetzt schon wieder weg. Ah, jetzt habe ich das Leben verpasst. Ich bin doch doof. Egal, wir haben den Stern. Da. Ja, also, ich werde euch jetzt gleich das nochmal kurz erklären, erläutern. Was auch immer. So. Also, ein geheimer Stern des Schlosses. Sehr schön. Speichern. Jawohl. Damit haben wir schon 24. Also, ich könnte jetzt natürlich hier bei dem großen Stern reingehen. Der große Stern führt in das Bowser-Level. Das könnte ich jetzt machen. Das ist nicht das Endlevel. Keine Sorge. Oder wir gehen in den Keller. Und im Keller verbergen sich noch eine Menge interessante Sachen. Unter anderem komme ich da, glaube ich, auch zu dem grünen... zu der grünen Mütze. Und da kommen auch erstmal die weiteren Level. Also, ich gucke jetzt erstmal hier. Wow. Hier ist ein Mario-Geist, ein Kirby. Und da geht es also auch zu einem Level, wenn man hier nach draußen geht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir das als nächstes machen. Dann, hier geht es, glaube ich, wieder in die Schlosshalle. Genau, das war die andere Tür. Und dann können wir hier noch nach unten. Und ich möchte eigentlich ganz gerne die... Ach, da ist noch... Ich brauche erst den Schlüssel. Okay. Um den Schlüssel zu kriegen, muss ich das Bowser-Level, glaube ich, schaffen. Also müssen wir da doch relativ bald hin. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal das Geister-Level. Das ist relativ... ja. Also die 8 Sterne sind relativ gut zu kriegen, bis auf einen, der ist ein bisschen lästig, weil man da so blöd rumspringen muss. Und, aber ich möchte es ganz gerne hinter mich bringen. So. Ich muss hier diesen einen Geist unboxen. Unboxen, auspacken. Und dann setzt er mir dieses Minischloss hier frei, das man jetzt etwas schlecht gesehen hat. Und dann landen wir im Kurs Nummer 5 in Big Boos Burg. Und da dürfen wir jetzt auf Geisterjagd gehen. Yay. Sehr geil. Ja. Da steht schon was. Komm nur näher. Hehehe. Ja, hatte ich eigentlich vor. Also,
Geiles, geiles Level von der Atmosphäre her. Da werden wir uns jetzt gleich auch noch richtig schön umsehen. Und hier gibt es jetzt ganz viele Sterne zu holen. Und wir gehen jetzt erstmal rein. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob wir wirklich die richtige Reihenfolge beibehalten. Kann auch sein, dass wir irgendeinen anderen Stern als erstes kriegen. Wie gesagt, es ist nicht so sehr schwierig. Auch die 8 Münzen sind nicht so schwierig. Es gibt eine Sprungpassage, die ist ein bisschen schwer. Auf die habe ich jetzt nicht so wirklich viel Bock. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, was wir machen müssen, um den ersten Stern zu kriegen. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen, dann kannst du aber was erleben. Ja, der große Bruder, mit dem werden wir auch noch das Vergnügen haben. Hier kommen wir jetzt erstmal nicht durch. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht alle Geister erlegen muss oder sowas. Also bei dem ersten Stern stehe ich ein bisschen auf der Leitung. Hier, das ist so ein komisches Auge. Da müssen wir einfach im Kreis rundrum laufen, bis es schwindelig wird. Das dauert einen kleinen Moment. So, jetzt. Und dann sind wir es nämlich los. Ich nutze schon gerne die Gelegenheit, hier mal ein paar Münzen einzusammeln. Ich möchte jetzt hier nicht runterfallen. Da bin ich nicht tot, das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich möchte da jetzt einfach noch nicht runterfallen. So, ich muss jetzt erstmal kurz hier die Türen abklappern, bis ich vielleicht rausgekriegt habe, was ich tun muss. Ich glaube, für den ersten Stern muss ich hier einfach nur mal alles ablaufen und eventuell die Geister zerstören. Und ich glaube, viel mehr gibt es hier nicht zu tun. Ah, nein! Ach, ich wollte doch nicht runterfallen. Ah. Die Musik ist natürlich wieder mal klasse. Ja, hier kommen wir nachher auch noch hin. Jetzt geh halt erstmal raus, Mario. Er kann nicht hier rausklettern. Da kommt hier sogar Lara hoch. So, jetzt, ja. Und zwar ist das Big Boo's Karussell. Grüße an Fiona aus Haunting Ground, an Silent Hill 1 und an alle anderen Horror-Games, in denen gerne mal Karussells vorkommen. Das ist jetzt alles nur halb so wild. Wir kommen hier relativ schnell wieder raus. Also, es dauert schon eine Weile, bis man die ganzen Sterne in diesem Geisterlevel geholt hat. Aber ja, das sparen wir uns jetzt gerade mal kurz das Auge. Aber man kommt durchaus voran, also. So, waren wir jetzt hier schon drin? Ja, genau, da. Diesen einen Geist, den muss ich, glaube ich, noch. Nein, oh, nee, nicht schon wieder. Ich wollte doch gar keinen Hechtsprung machen. Wir müssen nicht zwingend durch das Karussell durch, also keine Sorge. Das müssen wir jetzt nicht jedes Mal aufs Neue machen. Man kann auch drum rumlaufen. Macht eigentlich keinen großen Unterschied. So. Das wird doch jetzt nicht an diesem letzten Geist scheitern hier. Also gut, wir haben in der Folge ja schon einen Stern geholt, nämlich den versteckten Stern des Schlosses, immerhin. Und also einen weiteren hätte ich jetzt schon noch ganz gerne. Und dann müssen wir wohl wirklich erstmal in das Bowser-Level und dann kriegen wir den Kellerschlüssel. Und wenn wir den Kellerschlüssel haben, dann eröffnen sich uns ganz neue Möglichkeiten. Ich wollte eigentlich noch nachgucken, wie viele Sterne man insgesamt holen kann. Ich habe schon wieder vergessen. Also ich hatte mal ursprünglich nachgeschaut, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Vielleicht schaffe ich es ja in der bis zum nächsten Part mal nachzuschauen.
Ich möchte jetzt eigentlich, dass der Geist da verschwindet. Ja, eben, weil der tut nämlich weh. Nein! Ach, Mann! Also jetzt fängt es an, etwas nervig zu werden. Ich renne jetzt hier doch mal durch, weil es etwas schneller geht. So. Ich muss allerdings sagen, dass sie sich bei diesem Mario-Spiel schon sehr viel Mühe gegeben haben, was die einzelnen Level angeht, was die Musik angeht. Ich finde auch die Sache mit den Sternen ganz schön, dass man halt in die Level auch mehrmals rein muss und sie auf verschiedene Arten bewältigen muss. Also mal muss man halt die Eisbahn runterrutschen, dann muss man das Pinguin-Baby rumtragen und alles. Und so lernt man die Level halt auch wirklich richtig gut kennen. Mir gefällt es eigentlich schon ganz gut. War für mich eigentlich auch somit das beste Mario-Spiel, muss ich sagen. Ich möchte jetzt ganz gerne, dass der Geist entweder herkommt oder verschwindet. Weil ich versuche mal rüber zu springen. Weil er muss den Geist von hinten erwischen. Das ist das Problem. Nein! Oh! Das gibt's doch nicht. Da macht er immer so einen fucking Hechtsprung. Oh. Also wird es aber nichts mehr in dem Part. Ja, das ist halt so ein bisschen das Lästige hier, dass man dann immer so weit zurückrennen muss. Ich meine, okay, es ist natürlich besser, als wenn er sterben würde, aber... Aber es kann doch jetzt echt nicht sein, dass das an einem Geist scheitert. Also bitte, ja. Die anderen waren doch auch kein Problem. Und ich glaube, weil es heißt ja, gehe auf Geisterjagd. Also ich glaube schon, dass ich alle Geister beseitigen muss. Ich glaube, so war das. An manche Sterne kann ich mich in dem Level noch sehr gut erinnern, aber jetzt an den ersten ehrlich gesagt nicht ganz. So. Es gibt, ja gut, eine nervige Passage gibt es noch, die ist aber nicht schwer, sondern mit ein bisschen Übung geht es. Aber eine ist halt richtig doof. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt auch von der anderen Seite dahin, aber... Oh, jetzt ja. Boah, Habu, du bist also der Unruhestifter. Jetzt wirst du das büßen, was du mir und meinen Geschwistern angetan hast. Naja, angetan ist relativ... Ich glaube, ich sollte jetzt mal hier wieder raus. Ja, genau. Jetzt haben wir es hier nämlich mit einem großen Geist zu tun. Mit Big Boo oder so ähnlich wahrscheinlich. Und den müssen wir mit Sicherheit wieder dreimal erwischen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich vermute es einfach. Ach, verdammt. Ja, Mario hat es aber auch nicht so wirklich mit dem Zielen, ne? Das muss man jetzt schon mal sagen. Ja, so nicht. So, jetzt aber. Puh. Ja. So, jetzt können wir dann nämlich im nächsten Level auch in die oberen Stockwerke. Sehr schön. Ihr könnt mir auch gerne mal zwischendurch schreiben, wie euch welches Level gefällt. Also die Musik oder überhaupt das Leveldesign und so weiter. Also mein Favorit, kennt ihr ja von der Musik her definitiv, Piratenbucht Panik. Finde ich einfach so richtig geil. Mag ich auch ansonsten ganz gerne das Level, auch wenn es mit dem Tauchen immer so lange dauert. Ich finde aber auch durchaus Bibberbugs Bob recht geil. Auch die Musik, aber auch den Rest, wenn es nicht so nervig mit dem Abstürzen wäre. So, speichern. So. Und ja, ihr seht schon, ich muss jetzt wieder diesen Geist hauen, um wieder das Schloss zu bekommen. So, das ist der richtige. So.
Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Da schauen wir dann, was wir tun müssen, um die restlichen Sterne zu bekommen. Bis dann. Tschüss.